Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Darkness Falls. Tag 7. Heute Abend erst steht der Blutmond an. Das heißt, wir müssen jetzt mal versuchen, die Zeit heute so gut wie möglich zu nutzen, um uns auf den Blutmond vorzubereiten. Ich habe da jetzt sogar schon ein paar Gedanken gehabt. Am besten zeige ich das einmal kurz direkt am Lebenbeispiel. Wenn hier keiner ist. Hier ist keiner. Gut. So, mein Plan wäre, hier dass die Zombies natürlich erstmal hochlaufen. Das ist ganz normal. Und dass ich dann hier ab und zu mal irgendwie diese Falltüren, Klappen, die Klappen, setze und die aufstelle, damit die Zombies da immer rüberhüpfen müssen. Und zusätzlich würde ich dem Ganzen versuchen, noch mit einem Elektrozaun mächtig Unterstützung zu liefern. So, dass die theoretisch dann hier hochkommen, einen sehr schockierenden Moment erleben, nicht rüberkommen, weil sie hier rüberspringen müssen und jedes Mal, wenn sie springen, dann quasi wieder an dem Zaun hängen bleiben. Ach, schießt hier schon da hinten hin. Oh. Tatsache. Macht ihr gut. Das heißt, dass sie hier quasi festsitzen am Elektrozaun und dass sie vielleicht von der Bahn dann sogar schon direkt draufschlagen kann, hier mit einem Baseballschläger. So, nach dem Motto, Zombie zählt sich an, Klippel auf den Kopf. So, der Gedanke. Und wenn es zu kritisch wird, gehe ich halt ein paar Zentimeter weiter nach links. Das dauert ja ein bisschen länger, bis sie dann da sind. Und dann immer noch das gleiche Spiel, Knüppel auf den Kopf. Ich habe zwar hier so eine richtig geile Pistole. Meiner persönlichen aktuellen Meinung nach, gute Pistole. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch deutlich Besseres gibt. Allerdings ist meine Munition dafür doch sehr begrenzt. Das heißt, ich muss versuchen, so viel wie möglich im Nahkampf zu regeln. Ja. Und da unsere Quest ist auch noch einen Baseballschläger zu craften, werde ich dann am besten zwei Baseballschläger haben, damit immer einer repariert werden kann, während ich den anderen noch benutze, falls er kaputt geht. Das braucht die Reparaturkits, davon muss ich mir dann nochmal ein, zwei machen. Und da wir dafür Unmengen an Ausdauer brauchen, muss ich gucken, dass wir Essen zusammengesammelt kriegen. Ich habe zwar Essen, aber ich glaube nicht für so ein Projekt. Erstmal gucken wir, was er hier Schönes hat. Tag 7 sollte er nämlich neues Inventar haben. Aha. Ah, Hundefutter. Hm. Oh, Speck mit Eiern. Ja, das werde ich mir wahrscheinlich gleich abkaufen. Oh, Schrotflintenmuni. Aber ich habe keine Schrotflinte. Ah! Oh, Dietriche. Ja, die hätte ich, glaube ich, auch gerne. Bauplan für den Magnum. Also was zum Kaufen lohnt sich jetzt bei ihm hier gerade tatsächlich wieder nicht. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Essen? Nee, wo ist Essen? Da, nimm die Gabel. Genau, dann werde ich ihm da ein, zwei Sachen abkaufen. Beziehungsweise haben wir hier auch noch was. Ja, ich hole mal kurz ein bisschen Geld. Dann werden wir hier mal aufs Essen ranschaffen. Du bist durstig. Ja, ist kein Problem. Kriege ich geregelt. Stell dich nicht so an. Mann. Oh. Die Sache ist, für den Elektrozaunplan muss ich erstmal wissen, wie man einen Elektrozaun baut. Und das kriege ich ja durch meine Skills hin, aber ich brauche ja auch noch irgendwo Strom her. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass ich auch die Generatorbank soweit geskillt kriege. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das bei unserer Arbeiterklasse aber mit drin. Ich würde aber gerne die Quest einmal vorher abschließen, damit wir wirklich sicher gehen können, dass wir das nicht einfach so gleich können. Nicht, dass das Spiel nett auf einmal zu uns ist oder so. So, Essen. Gib mir das Essen hier. Oh. Komm, den Tee nehme ich gleich mit. Komm. Kaufen wir den ganzen Automaten leer. Ist ja kein Problem. Oh, herrlich. So, hier. Du hast noch Essen für mich. Maismehl, ja, weiß ich nicht. Kaufen.
Wildbret. Kaufen. Speck mit Eiern. Kaufen. Gib's mir. Ah, ist besser als nix. Maisbrot. Ja, komm. Einfach alles mitnehmen hier. So. Dann iss mal. Beziehungsweise, oh, was kann ich daraus machen? Nichts, was ich schon kann. Okay. Benutzen. Den nutzen. Dann trink nochmal ein Säftchen, damit du mehr Flüssigkeit hast. Allein das Maismehl gibt schon 5 Nahrung. Okay. Fischtacos. Oh. Ja gut, das Mehl hat jetzt vielleicht... das hat wahrscheinlich nicht Not getan, dass ich mir das Mehl gekauft habe. Aber ist egal. Lieber haben als brauchen. Kann ich noch nichts von machen. Dann isst den hier nochmal. Ja. Dann wird zumindest hier schon mal satt. Genau. Mittlerweile dürfte auch genug Eisen durchgeschmolzen sein, dass wir die 30 Stück für den Knüppel kriegen. Hier, ne? Ja, 60 sogar. Dann machen wir mal einen Baseballschläger. Ah, der braucht 5 Minuten. Ach du Schande. Das wird alles ein bisschen knapp hier werden. Gut, Essen hochbringen. Ganz wichtig. Wir haben eine Essenskiste. Nicht die Ordnung verlieren. Yep, guten Morgen, Spiel. Oh. So, jetzt haben wir Trinken und Essen ganz gut da. Perfekt. Was kann ich eigentlich aus den Karotten machen? Karottensamen. Noch nichts, was ich gelernt habe. Schade. Kann ich die essen? Ja, hat aber eine 10% Chance, dass es verdorbenes Essen ist. Das ist es mir nicht wert. So, kann ich das Geld mal wieder zurückpacken? So, wir haben immer noch ein Stack Geld. Perfekt. Skills. Skills. Beziehungsweise, ich warte mal, bis der Baseballschläger fertig ist. Werde ich in der Zeit schon mal Klappen setzen. Heißt die Klappen? Ja. Oh, ich kann... Oh. Dann lass uns doch direkt die mal machen. Ach, der Baseballschläger muss zuerst fertig werden. Ich vergaß. Egal. Das warten wir kurz ab. Dann können wir mal schauen, was ich zu essen machen kann. Da habe ich jetzt eine ganz einfache Taktik. Ich nehme einfach alles mit. Und guck, was so ein Feuerchen mir weiß angezeigt wird. Feuerchen. Küche war hier. Was können wir uns denn zu essen machen? Oh. Das daran? Ja. Gut. Und hier, schmeiß mal das mit rüber. Wir können Miso-Suppe machen. Nudeln. Schämsuppe. Oh. Die gegrillte Yucca. Diese gegrillte Yucca ist sogar gar nicht mal schlecht. Ich glaube, die gibt 4 oder 5 Essen. Und dafür, dass ich nur Yucca dafür pflücken muss, ist das schon ziemlich gut. Machen wir nochmal davon was. Wir haben jetzt hier noch 4 Platz. Ich habe 4 Sachen reingeschmissen. Gut. Speck mit Eiern kann hier noch drauf stapeln. Machen. Gut. Das heißt, wir haben genug Essen. Wir haben Trinken. Oh, das wird. Weg nach oben.
Ja, ich kenne mich in meinem eigenen Haus noch nicht so sonderlich gut aus. Muss ich leider gestehen. Oh. Kann hier das ganze Essensgedöns mal wieder rein. Zack, 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 zack. Los, los, los. Oh. Hatta, was trinken sollte ich noch? Dann nimm doch mal einen Tee. Und ein Wasser dazu. Perfekt. Läuft. Baseballschläger in einer Minute. Dann werden wir uns nochmal für einen kleinen Moment satt essen. Also 14 kriege ich wahrscheinlich nicht präzise hin. Aber 15. Ah, wir können ja mal kurz warten, bis ich einen Hunger verloren habe. Also eine Nahrung hier. Ja, ich nehme es einfach mit. Warum so kompliziert? So, Taschenlampe kann eigentlich auch wegsortiert werden. Also ich habe jetzt schon elektrische Teile und mechanische Teile mitgenommen, damit wir hoffentlich gleich was craften können. Was kostet mich denn ein Generator, wenn ich ihn gelernt haben sollte? Oh! Oh! Wir brauchen elektrische Teile. Warte mal, hat der Händler das? Ich brauche irgendwas Elektrisches zum Auseinandernehmen. Au! Hast du? Nein, hat er nicht. Au! Wo kriege ich denn jetzt schnell Elektroteile her? Ah! Arbeit ist abgeschlossen. Sauber. Ja, alles einmal nach hinten schieben. Auch du kannst weg, eigentlich. Fertigkeiten. Arbeiter. Ach, schade. Habe ich keinen Punkt drauf bekommen. Egal. So, hier, Elektriker. Entriegelt die Generatorbank, Drahtrelais, Schalter, Deckenleuchten, Scheinwerfer, Lautsprecher, Druckplatz, Zeitrelais, Bewegungs-, Stolperdraht und Elektrozaunpfosten. Eins, zwei und drei. Unlockst die Flinte? Ah. Und du? Autorevolver, Kettensäge? Alter. Naja, wir wollen. Ja, er ist freigestellt. Nein, ich brauche eine Werkbank. Ich brauche eine Werkbank. Nein. Ab in die Warteschleife damit. Alles da. Oh, das wird heute knapp. Das wird knapp. Sag mir bitte, dass da irgendwelche elektrischen Teile drin waren in der Halle. Hier, Laterne. Du bist doch elektrisch, oder? Ah! Nein! Kasse! Ja! Okay. Da müssen wir die Kassen mal auseinandernehmen. Oh, sogar noch was drin. Oh, Geld. Oh, und die Getränkekühlschränke hier, die sind, glaube ich, auch elektrisch. Oh, ja. Gut, machen wir den ganzen Kram kurz. Aber es gibt doch gut Metall. Also Eisen hier, das ist ganz gut. So. Wie alles unberührt. Hatte ich das hier nicht gelootet? Was bin ich denn für ein Fuscher? Ha! Ich werde mal was zu trinken. Warum nicht? Ja, Wasser. Ja, da gibt es elektrische Teile raus. Nicht so sonderlich viele wie bei den Kassen, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Wie viel habe ich denn jetzt? 22. Dann nehme ich lieber noch mal was mehr mit. Plündern hat zugenommen. Ja, ist in Ordnung. Beziehungsweise der Skill heißt ja aus irgendwelchen Gründen spülen. Es tut mir auch gerade leid, wenn ich so hektisch bin.
Aber ich habe das Gefühl, heute Zeitdruck zu haben. So Blutmond und so. Gut. Gibt es hier noch mechanische Teile zufällig raus? Wohl, warte, dafür kann ich auch einfach ein Auto nehmen. So, wie lange braucht die Werkbank noch? 2 Minuten. Kein Auto mehr hier? War ich schon so fleißig? Ich weiß gerade nicht mal, ob ich mechanische Teile noch brauche, aber es schadet ja nicht, welche zu haben. Ah, nehmen wir da noch was auseinander. Auch wir müssen hier das Notwendigste besorgen, um alles vorzubereiten. Ja, schön, dass du einen Alarm hast. Oh. Oh. Ja, so langsam. Ich kann mit dem Loot ganz gut leben, was wir hier finden. Oh. Hast du auch mechanische Teile für mich? Bis jetzt nicht. Doch. Eins. Ist in Ordnung. So. Werkbank ist in einer Minute fertig. Die können wir doch mal hier hinstellen. Da, wo die alte auch schon steht. Einfach aus Prinzip. Kann ich daneben noch irgendwas stellen? Weiß zwar nicht was, aber ich könnte. Ausdauer? Ah, vielleicht könnte ich ja noch Ausdauer skillen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Werkbank? 30 Sekunden noch. Dann kloppe ich die hier kurz kaputt. Das vielleicht damit sogar besser. Ah, macht weniger Schaden, aber ich glaube, ich schlag schneller. Nehmen wir mal so hin. Hast du noch elektrische Teile? Bergmark ist fertig. Oh. Die wird da gleich hingestellt. Ja, mechanische. Gut, elektrische wären cooler. Ich glaube, der Elektrozaun braucht auch nochmal elektrische. Aber erstmal egal. Hier. Da, so. Benutzen. Generatorbank, bitte. Ja! Alles dabei. Fertigen. Elektro. Zaunpfosten. Da ist er. Brauche ich mehr geschmiertes Eisen? Oh, elektrische Teile ist kein Problem. Die habe ich ja gerade gesammelt. Und Eisen ist. Ah! Oh, da müssen wir mal gucken, ob wir hier nochmal schnell elektrische Teile finden. Aus dieser Lampe hier zum Beispiel. Ja. Da ist eine Kerze drin. Okay. Oh, ich will nicht meine eigene Einrichtung so kaputt machen. Oh, warte mal. Kaputter Kühlschrank. Ah. Kaputten Kühlschrank brauche ich nicht in der Küche. Höchstens ein funktionieren. Ja. Oh Gott, ich habe so Angst, dass das alles nicht hinhaut bis zum Blutmond. So. Elektro. Zaunpfosten. Mach mal zwei. Mach mal vier. Auch jetzt im Moment. Dann bereite ich drüben noch schon mal was mit den Klappen vor. Upp. Wo habe ich sie denn? Metallklappen. So. Schaffen das schon. So, Klappen. Ah, wie rum bist du denn jetzt?
Schon mal schlecht. Ah! Das hätte ich doch gern gehabt. Dann kannst du hier wieder weg. Ich hätte die Holzklappen nehmen sollen, da sehe ich, wie es ist, wie rum sie gedreht sind. Bergbau, ist okay. Gut, das Ding mache ich weg, bevor ich dann heute Abend weiterspiele. Jawoll. So hätte ich es gern. Und zack, nochmal da drauf. So, Generator dürfte auch gleich fertig sein. Ich will mal überlegen, ob ich über diese Klappen vielleicht noch ein kleines Dach mache, sodass sie eigentlich sogar die Klappen kaputt schlagen müssen, bevor sie weiterkommen. Ich frage mich gerade, ob ich damit noch mehr Zeit rausholen kann. Aber ich weiß es nicht. Es geht hauptsächlich ums Zeitschinden hier. Was? Kombiniere ähnliche Einzelteile von gleichwertiger Qualität und besseren Gegenständen. Okay. Oh, damit könnte ich meine Sachen verbessern. Oh. Eine Nagelpistole? Wie ist die denn her? Oh. Gab sie für die Quest? Ja, Tatsache, gab für die Quest. Ach, das macht's ja einfacher hier. So, ich hätte gern einen Generator, das da. Und das Drahttool, das ist oben. Wir schaffen das alles noch. Ist das gut. Oh, hier. Ausrüstungsgedöns. Drahtwerkzeug, Drahtwerkzeug. Ich hatte doch eins. Bist du dabei? Ich hatte doch so ein Drahtwerkzeug. Da! Was macht's denn da? Jetzt sind wir zum Einsortieren hier. Gut. Kann eigentlich auch mal die Bücher hier lesen, oder? Das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Nehmen wir den auch nochmal. Muss aus der Hotbar. Was ist denn hier? Butchering-Werkzeug. Benutzen. Butchering-Werkzeug. Warte mal, warte mal. Das habe ich doch jetzt gelesen, oder? Richtig, Vorsprung. Nutzen. Ich packe das erstmal kurz wieder weg. Mini-Bikes? Fahrrad? Kann ich jetzt die Fahrzeuge machen? Kralle, Hammer, Schraubenschlüssel, Handwerk, ja, benutzen. Scrap Rüstung Schematic, ja. Hopfen. Obwohl, warte, das ist ein Vanilla, das dürfte ich hier lesen können. Genauso wie den Kürbissamen. Kann ich jetzt nennen? Ach, wie heißt denn das? Bike. Minimotorrad. Tatsache! Oh, wie cool! Ja, toll. Ich kann das Fahrzeug craften, aber nicht die Einzelteile dazu. Oh, das ist ja jetzt doof. Egal. Einmal kurz gucken. Gehen wir mal rüber.
Wird die Folge heute aber auch ein bisschen länger. Aber ich würde jetzt gerne einmal nur, dass ihr seht, was ich meine mit dem Bauen. Beziehungsweise kann ich nicht sogar nochmal richtig dreist sein und den... Ah, warte mal. Warte mal. Wenn ich da nicht den Elektrozaun draufstelle, dann kann der auch gar nicht kaputtgeschlagen werden, ne? Ja. Drahtwerkzeug. Wo ist denn das jetzt schon wieder hingeschmissen? Nicht mitgenommen? Da, doch. Oh. Oh? Geht das? Mich ran? Nö. Gut, machen wir den mal hier hin. Experimente hier. Haha! Das ging. Den kann ich, glaube ich, wieder mitnehmen, wenn ich hier Gebietsschutzbock setze. Genau. Dann werden die Zombies hier die Treppe hochkommen. Werden hier oben gebritzelt. Ah, ich hab das Ding ja. Werden hier oben gebritzelt, kommen nicht so gut voran, müssen immer rüberhüpfen, damit sie noch mehr gebritzelt werden. Werden zwischendurch von den Kollegen beschossen hier, hoffe ich. Und ich kriege mir einfach mal einen Baseballschläger und mache Haut drauf. Ich werde das Ganze hier nochmal ein bisschen hübscher bauen, beziehungsweise funktionsfähiger. Vielleicht nochmal einen zweiten Elektrozaun auf die Seite hier drüber ziehen. Einfach nur zur Sicherheit. Und dann würde ich mal sagen, hole ich euch zum Blutmond wieder dazu. Bis dahin. Ich hatte mir die Zeit beim Händler nochmal geholt. Weiß jetzt nicht, wie knapp es insgesamt wird, aber passt schon. Ich habe jetzt hier das Holz verstärkt. Ich habe die Klappen verstärkt. Ich habe hier den Generator hochgebaut, damit ich besser rankomme. Und ich habe hier an der Seite überall solche Dinge ja platziert, falls ich in irgendeiner Panikreaktion runterfalle, dass ich wieder hochgehüpft komme. Ich habe dann hier vorne noch so einen Schubserturm hingesetzt. Falls dann tatsächlich jemand... Also hier vorne müssen sie rüberhüpfen über den Zaun, immer weiter, weiter, weiter. Hier müssen sie sich spätestens durchkloppen. Und dann hier, wenn sie beim Springen sind, müsste dieses Geschützturm, also der Schubser, noch dazu helfen, sie einfach wieder runter zu schubsen. Ich kann das Ding auch mal abbauen. Da hatte ich den zuerst drauf gestellt, aber dann hatte ich Angst, dass er sich statt runter zu schubsen, einfach, warte, einfach hier rüber schubst und sie quasi den ganzen Weg gespart haben. Das wäre auch nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen. So passt das schon. Ich wollte gleich noch ein paar Skills setzen. So. Generator, bist du an? Nein. Jetzt ist er an. Strom ist drauf. Also, falls irgendwie was passiert, die da hinten durchbrechen, werde ich hier noch ein Kabel dran setzen und von da nach hier rüberziehen, damit hier noch ein zweiter Elektrozaun ist. Und jetzt machen wir erstmal kurz Skills. Ich habe 3 Punkte insgesamt. Und hätte jetzt das Bedürfnis, meinen Knüppel zu verstärken. Ich denke hier gerade so an Pummelpiet, weil es den Verbrauch meiner Ausdauer reduziert und mehr Schaden bringt. Dachte mir so, weniger Ausdauer verbrauchen, super, mehr Schaden, noch besser. Ich mal gucken, ob ich... Ja.
Gut, drei Skillpunkte verballert. Ich habe zu Hause in einer Kiste noch so eine komische Kettenmod gefunden. Die habe ich jetzt um einen der beiden Knüppel drum gewickelt. Oh ja, erst noch mal kurz was. Es geht los. Oh Gott. Hä? Was ist das und wieso sind die immun gegen den Elektrozaun? Was ist das? Warum? Ja, hier, die Zombies, das ist... Okay. Sind das hier jetzt neue Mobs von der Mod? Ist aber natürlich ein bisschen blöd, dass sie nicht auf den Elektrozaun reagieren, ne? Aber wir leben noch. Hey. Ach du Schande. Muss ich reparieren? Da nicht. Hinten? Ja, aber egal. Ist nicht so dramatisch. Schwer so einer. Oh nein. Könntest du bitte einfach... Oh. Jetzt kommt ihr schon aus dem Händler raus. Ah, okay. Das läuft ja nicht ganz so rund hier. Oh, ich bin gleich tot. Warte mal. Ich hab doch Medikit. Ja, ich wurde angespuckt. Es sind schon Spucker da in der ersten Nacht. Oh, oh. Genau deswegen habe ich die Dinger hier überall. Woo! Genau deswegen, wenn ich irgendwo runterfalle. Ah, Springer auch schon. Leute, es ist der erste Blutmond. Warum? Okay, ich bleibe erstmal dabei, dass es mich am meisten nervt, dass die hier immun gegen Elektrozaun sind. Das ist überhaupt nicht cool. Ah, hier, ich könnte nochmal einen Verband vertragen. Oh Mann. Ah! Irgendwelche Fehlermeldungen. Also irgendeine Mod läuft hier nicht so rund. Okay. Mit denen habe ich hier gewisse Probleme. Weil ich habe gar nicht so viel Hunger wie erwartet. Ah, ist in Ordnung. Okay. Level. Hey. Oh ja, gib mir mal deinen Loot. Okay. Na. Oh. Ich habe auch zusätzlich noch die Angst, dass das wohl noch mehr Mobs geben wird in der Richtung. Ey, du kleiner Affe. Geh sterben. Ja.
Okay, die Springer sind später nervig, aber machbar. Ach, die haben den Block da unten schon kaputt gekloppt. Hier, machen wir den nochmal wieder hin. Da war schon wieder so ein Springer. Au, 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 au! Nein! Nein! Oh. Dieser Springer. Oh. Was hätte ich machen müssen? Wände komplett drumherum bauen oder was? Aber Blutmond scheint jetzt vorbei zu sein, oder? Einmal sterben und erledigt? Okay. Okay. Das lief jetzt nicht ganz so optimal, weil diese dämlichen springenden Zombies mir einfach meine Füße weggelascht haben. Na toll. Egal. Hier, ich hätte gerne da unten den richtigen Baseballschläger drin. Oh, oh, so. Nachladen Weekly, komm. Lesen wir. Ärgerlich. Oh, es tut. Oh. Hoho. Ein guter Helm mit Licht. Ist in Ordnung. Ich mach mal Strom aus. Genug Sprit. Scheint es auch keinen Schaden bekommen zu haben. Okay. Oh, Loot. Ah, schön. Was kriege ich denn hier nicht aus den Leichen raus? Gammelfleisch. Dann sammle ich mal kurz die Toten noch von meiner Treppe runter. Oh. Schade. Hätte jetzt irgendwie gehofft, dass wir es schaffen. Jetzt sind wir vorbereitet. Also, war mal so, jetzt sind wir etwas besser im Spiel. Jetzt werden wir den nächsten Blutmond bestimmt noch mal ein bisschen besser vorbereiten können. Und ich bin mir auch gerade nicht sicher, wie viel die mir jetzt geholfen haben. Ob das jetzt viel oder wenig war. Auf jeden Fall haben sie mitgeschossen. Das ist schon mal ein Anfang. So. Hier irgendwo noch eine Leiche rum. Zum Looten. Nö, alles clean. Gut. Ja, das war dann wohl der erste Blutmond. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Es war jetzt enttäuschend, gut gelaufen, irgendwie alles zusammen. Ich krieg das da gerade nicht gut zusammengefasst, aber ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.